Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhalt-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe Der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, also dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag heute zum Thema feministische politische Ökologie und Biodiversität. Ich werde erstmal kurz vorstellen, wie der Verlauf des Vortrags sein wird und dann eben direkt in das Thema einsteigen. Also zu Beginn möchte ich erstmal Perspektiven und Narrative rund um Biodiversität darstellen, einfach um erstmal so ein bisschen in das Thema reinzukommen. Wahrscheinlich haben sich schon einige von Ihnen damit beschäftigt, andere vielleicht auch weniger, aber da möchte ich erstmal so einen etwas generelleren Einstieg geben und dann ganz konkret auf die Fallstudie eingehen, die ich hier vorstellen möchte. Das ist ein Forschungsprojekt gewesen, was ich in den letzten Jahren durchgeführt habe mit einem sehr großen Team von WissenschaftlerInnen aus Deutschland und aus Kenia und Tansania. Und da werde ich eben näher auf die Methoden und auf die Feldforschung eingehen. Dann das zentrale Konzept als drittes vorstellen der feministischen politischen Ökologie, was ich sozusagen als analytische Linse für meine Arbeit genutzt habe, vorstellen. Und dann natürlich auch auf zentrale Ergebnisse und eben Perspektiven, Erweiterungen, die sich aus den Ergebnissen die daraus hervorgegangen sind, vorstellen und eventuell auch mit euch und Ihnen im Nachgang diskutieren. Und es wurde ja eben schon das Konzept der Mahlzeitensouveränität angesprochen. Das möchte ich am Ende auch noch mal kurz umreißen. Das ist eben eine konzeptionelle Neuentwicklung, die ich im Rahmen meiner Promotion entwickelt habe und dann am Ende auch noch Handlungsempfehlungen für die Nachhaltigkeits- und Umweltforschung vorstellen. Und ich hoffe eben, dass dadurch durch diesen Vortrag klar wird, dass Biodiversität eigentlich nichts Abstraktes ist, sondern etwas, was man eben durch die Mahlzeit erlebbar machen kann und dass aber in der agrarwissenschaftlichen Forschung die Mahlzeit- oder Konsumpraktiken oft nicht mitgedacht werden. Und all das möchte ich eben aus einer feministischen politischen Ökologie-Sichtweise darstellen und die Wichtigkeit dessen nochmal stärker unterzeichnen. Genau, als erstes vielleicht nochmal so als Hintergrund, um das Thema Biodiversität, die Dringlichkeit des Themas nochmal klar zu machen. Also Biodiversität, die Vielfalt, die biologische Vielfalt, die auch Ökosysteme sozusagen zusammenhält. Damit hat sich in den letzten Jahren die UN vor allem sehr viel beschäftigt. In den Jahren 2011 bis 2020 wurde das Jahr die Dekade der Biodiversität ausgeschrieben. Und im letzten Jahr ist der Bericht des Weltbiodiversitätsrates erschienen, haben vielleicht einige von Ihnen mitbekommen. Das war relativ stark in den Medien. Das war ein globaler Zustandsbericht, der eben die alarmierende Situation der Biodiversität darstellte und eben darauf hinwies, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 1 Million Arten vom Aussterben bedroht sind und schon sehr viele Arten eben verloren gegangen sind. Und es wurde eben in diesem Bericht, der die Dringlichkeit auch nochmal für die nächsten Jahre aufzeigt, dass man wirklich Strategien finden muss, wie Biodiversität erhalten werden kann, wurde eben auch gezeigt, dass vor allem Güter wie Nahrung und Trinkwasser durch den Artenrückgang und den Abbau der Ökosysteme stark gefährdet sind. Und ich habe mich eben in meiner Promotion, ich bin Sozialwissenschaftlerin, habe also ich würde jetzt mal sagen, ein ganz gutes agrarisches Wissen, aber ich bin jetzt nicht die über Pflanzenwachstum und so sehr viel Bescheid weiß. Aber trotzdem ist es eben wichtig, auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive auf landwirtschaftliche und natürlich Umweltzusammenhänge zu schauen. Und wenn man das Thema Landwirtschaft und Biodiversität zusammenbringt, dann sieht man eben, dass das ein sehr sensibles Thema ist. Denn nur etwa 9 Pflanzenarten machen etwa 2/3 der weltweiten Ernte aus.
Und das ist, finde ich, schon eine sehr starke Zahl, die eben zeigt, dass unser Agrar- und Landwirtschaftssystem sehr stark auf Monokulturen und eben nicht auf eine Diversität auf dem Feld und auch nicht auf dem Teller ausgerichtet ist. Und da möchte ich neue Perspektiven aufzeigen. Genau. In diesem Spannungsfeld, was ich jetzt vorgestellt habe, Biodiversität und Landwirtschaft, bewegt sich eben meine Präsentation und auch meine wissenschaftliche Arbeit. Jetzt möchte ich dazu übergehen, auch um erst nochmal so ein bisschen in das Feld der Biodiversität einzuführen, dass ich euch und Ihnen ich würde sagen Mainstream-Diskursfelder und Narrative rund um Biodiversität und auch Geschlechterverhältnisse vorstelle. Und dadurch möchte ich eben den Blick so ein bisschen auf die dominante Logik, die es sehr oft gibt im Feld der Biodiversität und aber auch der Entwicklungszusammenarbeit, in dem ich mich ja da auch mit bewegt habe in meiner Promotion, gibt es eben immer eine dominante Logik des Diskurses. Und obwohl die Problemlagen eigentlich vor Ort oft viel komplexer sind, wenn man mit den Menschen vor Ort spricht. Und ich glaube eben, dass es wichtig ist, dass man einen kontrastierenden Blick auf diese Diskursfelder und Narrative richtet. Und das erste Diskursfeld, was ich kurz vorstellen möchte, ist, dass Frauen in der Entwicklungszusammenarbeit, in Berichten zu politischen Leitlinien zur Biodiversität oft als Hüterinnen von Artenvielfalt dargestellt werden. Da sieht man ganz oft solche Bilder. Ich habe jetzt hier mal eins mitgebracht von einer Bäuerin aus Peru, die Quinoa in der Hand hat, kennen ja wahrscheinlich viele von Ihnen, hat ja hier auch einen riesigen Boom erlebt. Und oft werden eben für solche Bilder Frauen aus dem globalen Süden genutzt. Und das ist auch auf der einen Seite wichtig und gut, weil sich wirklich in sehr vielen Studien zeigt, dass Frauen, die wirklich Biodiversität erhalten, sehr viel Wissen und Expertise dazu haben und traditionelle Praktiken fortsetzen. Auf der anderen Seite zeigt sich eben, dass die Realität der Frauen nicht wirklich ganzheitlich dargestellt wird und immer einiges hinter dem Vorhang, also hinter diesem Bild, was dahinter eigentlich steckt, nicht wirklich kommuniziert wird durch solche Bilder und Berichte. Es ist oft eine sehr einseitige und eine sehr fragmentarische und opportunistische Darstellung von Frauen und Biodiversität, diese Verbindung. Und das lädt eben oft auch zu nicht nachhaltigen oder zu falsch intendierten Politik-Leitlinien, Policies ein. Ein zweites Diskursfeld, was immer präsenter wird, wenn man sich mit dem Thema Biodiversity, Conservation, der Erhaltung von Biodiversität beschäftigt, ist die Kommerzialisierung von Biodiversität. Also in der Literatur spricht man mittlerweile von einem neoliberal Turn in Conservation, also dass wirklich die neoliberalen Entwicklungen im Feld des Schutzes und der Erhaltung von Biodiversität immer mehr zunehmen. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht. Auf der linken Seite sehen wir eben, das ist aus einem Buch von Jessica Dempsey. Ich hatte auch eine Literaturangabe von ihr noch mitgeschickt. Vielleicht ist die ja mittlerweile auf Moodle hochgeladen und sie beschäftigt sich eben sehr stark damit, wie natürliche Ressourcen ökonomisiert und kommerzialisiert werden. Das heißt, die Strategien im Feld der Biodiversität sind häufig so, dass sie eben gewinnbringend und marktwirtschaftlich gestaltet sind. Und oft funktioniert das eben nach dem Motto, so sagt es Jessica Dempsey, selling nature to save it. Also da stehen sich sehr viele unterschiedliche Parameter gegenüber. Und dann habe ich auf der rechten Seite ein Bild mitgebracht von Moringa. Das kennen vielleicht auch einige von Ihnen. Das ist eigentlich eine einheimische Blattgemüsesorte, die aus Asien und Afrika kommt. Und hier ist eben sehr schön nachvollziehbar an Moringa, wie die Kapitalmärkte eigentlich mittlerweile das Potenzial von Biodiversität auch erkannt haben. Und Biodiversität dann nicht unbedingt
auf der Packung steht, sondern meistens geht es da eher um Superfoods. Also sehr viele alte, einheimische Sorten werden als Superfood beschrieben und werden damit natürlich auch in einen bestimmten Gesundheitskontext, in einen bestimmten hippen Lebensstil eingeordnet. Und was aber in diesem ganzen, in diesem Diskursfeld oder in diesen Narrativen eigentlich fehlt, ist, dass oft vergessen wird, was passiert mit den Menschen, mit den ErzeugerInnen vor Ort, die vielleicht Moringa früher kostenlos konsumieren konnten. Was passiert eigentlich, wenn so eine alte Sorte kommerzialisiert wird und plötzlich in Marktverläufe gebracht wird? Und das ist was, worauf ich auch hinweisen möchte. Und als ein anderes letztes Diskursfeld, was ich noch weiter ansprechen möchte und dann auch weiterhin mit in den Vortrag nehmen möchte und zu meinen Ergebnissen verbinden möchte, ist, dass Biodiversitätserhaltung oft als etwas sehr Traditionelles dargestellt wird. Also man sieht oft so ein Bild, wie ich hier eben mitgebracht habe, oft Frauen, die traditionelle Kleidung tragen, die so gefühlt in der Wildnis sich befinden und Beeren sammeln oder Blätter sammeln. Und ich möchte nicht unbedingt sagen, dass das schlecht ist. Ich finde, das ist auch sehr wichtig, diese traditionellen Wissenssysteme, indigenes Wissen, indigene traditionelle Praktiken weiterhin zu fördern, offen zu legen, mit diesen zu arbeiten, weil sie ja oft in dem lokalen Kontext schon Lösungsstrategien gibt es schon. Und das heißt, man muss nicht immer innovativen Ideen irgendwo hinkommen. Aber auf der anderen Seite hat man das Problem, dass bestimmte biodiverse Sorten, alte Sorten oft als etwas Rückständiges betrachtet werden. Im Englischen sagt man immer Old-Fashioned Varieties, also dass sie als etwas, was eben einfach auch als rückständig wahrgenommen wird, so wie wir eben manche alte Sorten auch als Unkraut bezeichnen, obwohl sie eigentlich sehr nahrhaft sind. Außerdem können solche Narrative und solche Diskurse auch zu einer starken Romantisierung von Biodiversität und die Sorge um Biodiversität befördern, was natürlich auch sehr schwierig ist, weil die Erhaltung von Biodiversität nicht immer in so einem mit so einer rosa-roten Brille gesehen werden kann, sondern auch die Frage um Ressourcen, um Zugänge, um Ungleichheiten auch immer wieder gestellt werden muss. Und ich möchte eben hier in Bezug auf dieses Diskursfeld zeigen, dass Biodiversitätserhaltung etwas sehr Innovatives, etwas sehr Modernes ist, was auch zum Beispiel in der Stadt stattfindet und nicht nur in ruralen Gegenden. Genau. So, jetzt möchte ich etwas weiter abrücken von diesem eher generellen großen Blick auf, weitsichtigen Blick auf Biodiversität. Was ist da eigentlich so die Diskussion, gerade in der Wissenschaft, aber auch gesamtgesellschaftlich? Und möchte die Fallstudie, zu der ich geforscht habe, mit einem internationalen Team vorstellen. Und ganz konkret ging es dabei um das afrikanische indigene Blattgemüse. Das ist vielleicht erstmal was Neues, haben vielleicht einige von Ihnen schon gehört, aber das ist vielen meistens neu. Deswegen habe ich hier mal so ein paar Bilder mitgebracht. Auf dem Bild oben sieht man eine Situation. Meine Kollegin N., die Ernährungswissenschaftlerin ist, mit der ich die Feldforschung gemeinsam durchgeführt habe, sieht man hier auf dem Markt, wie sie das indigene Blattgemüse kauft. Also man sieht schon, da stehen riesige Säcke mit dem Blattgemüse rum und es gibt eine unglaubliche Vielfalt an diesen Sorten. Wie ich ja hier auch geschrieben habe, es gibt etwa 200 dokumentierte Sorten in Kenia und etwa 10 davon werden für die tagtägliche Ernährung genutzt. Und hier unten nochmal ein einzelnes Beispiel in dem Bild von einer Sorte, die nennt sich Slenderleaf, die ist im Westen Kenias, wird da sehr gerne konsumiert und gehört zur Mahlzeitenkultur dazu. Aber man muss auch sagen, dass auch mit diesem afrikanischen indigenen Blattgemüse, dass das jetzt gerade wieder an Stellenwert gewinnt. Aber es hat lange Zeit, war es eigentlich in Vergessenheit geraten. Da hat die Kolonialisierung eine sehr starke Rolle gespielt. Kenia war ja britische Kolonie und das indigene Blattgemüse verlor durch die Einführung exotischer Sorten an Stellenwert. Die britischen Kolonialherren haben Spinat und
unterschiedliche Kohlsorten eingeführt, um das eben auch exportfähig zu machen. Und dadurch gingen die indigenen Sorten eigentlich verloren, fast verloren. Das hat aber auch zu einem Imageverlust und einem Wissensverlust geführt, genau deshalb, aus dem Grund, den ich gerade schon benannt habe, dass es eben dadurch eine negative Konnotation hatte, als arme Leute essen und die Wissensstrukturen einfach auch immer weiter verblasst sind. Man muss aber wissen, dass dieses indigene Blattgemüse, wie das oft ist, bei einheimischen Sorten eigentlich sehr viele positive Eigenschaften haben. Die agrarökologischen Bedingungen sind eigentlich super in Kenia, um dieses Blattgemüse anzubauen. Es ist sehr widerstandsfähig, zum Beispiel bei Trocken- und Dürreperioden wächst das Blattgemüse teilweise trotzdem. Es braucht wenig Wasser, also heißt eigentlich von der Agrarökologie her sehr viel sinnvoller als die einhergebracht Sorten. Und es ist sehr gesund, es hat sehr hohe medizinische Kräfte auch, worüber viele Frauen auch noch Bescheid wissen. Und sie werden eben auch in der Literatur als ein Mittel gegen Hidden Hunger beschrieben. Und Hidden Hunger ist das Fehlen von Mineralstoffen, von Mikronährstoffen. Und das indigene Blattgemüse ist eben sehr reich an diesen. Und deswegen wird es eigentlich auch aus einer gesundheitstechnischen Sicht immer wieder als etwas Positives beschrieben. Das Forschungsprojekt, in dem ich war, da haben wir uns natürlich erstmal den Stand der Forschung angeschaut und haben eben gesehen, dass es einen sehr starken Wissensüberhang zur Produktion der AIVs, also African Indigenous Vegetables. Die Kurzform, die wir im Projekt genutzt haben, ist eben AIVs, nur erstmal für euch und Sie zur Erklärung, falls das jetzt nochmal öfter auftaucht. Die AIVs wurden oft unter dem Stichpunkt von Nutrition Security beworben und sie wurden auch schon als Superfood gehandelt. Also man findet sie im Moment noch nicht wirklich hier in den Märkten, aber sie wurden zum Beispiel von der Zeitschrift Nature schon als das nächste Superfood beschrieben. Also mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Das heißt, wir haben daraus ableitend Forschungslücken ausfindig gemacht, die wir eben auch vor allem aus einer Gender-Perspektive, aus einer machtkritischen Perspektive wichtig fanden. Und das ist zum einen gewesen, eben erstmal eine kritische historische Einbettung auszuloten, also die Rolle von Kolonialisierung und eben auch einem kapitalistischen Ernährungssystem von heute. Das Ende der Wertschöpfungskette, ich nenne das immer Biodiversität in der Küche, weil das oft, das Ende der Wertschöpfungskette wird oft in agrarwissenschaftlichen Untersuchungen vergessen und das ist eben aus einer feministischen Perspektive wichtig, diese beiden Felder von Produktion und Reproduktion auch zusammenzudenken. Die Gender-Perspektive habe ich schon kurz angesprochen und wir wollten eben auch Risiken von Upgrading und von Kommerzialisierung sichtbar machen. Also hier habe ich auch noch mal ein kleines Bild mitgebracht unten rechts. Hier sieht man zum Beispiel auch in Nairobi gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man sich Obst und Gemüse nach Hause liefern lassen kann. Und hier haben wir auch festgestellt, dass das indigene Blattgemüse zu einem relativ hohen Preis mittlerweile auch per Foodbasket nach Hause geliefert wird. Also das Ziel meiner Arbeit und was ich heute auch vorstellen möchte, war eben dieses indigene Blattgemüse erstmal historisch und politisch zu situieren. Also das heißt nicht eine Blindheit gegenüber der politischen und der historischen Situation mitzubringen, was man in sehr vielen Papern zu Biodiversität findet. Es war für mich vor allem wichtig, Alltagspraktiken, Präferenzen und die Handlungsmacht sowie die Einbettung in Ressourcen sichtbar zu machen. Und eben Perspektivenerweiterung aufzuzeigen und andere Narrative zu vermitteln. Also wenn man im Kontext von Kenia forscht, gibt es sehr viele Narrative, die auch vorherrschen, so dieser Hunger und Ernährungsunsicherheit und Malnutrition, also Fehlernährungsnarrative sind da sehr vorherrschend. Und ich möchte eben aber zeigen, dass es auch ganz andere Bilder gibt und dass es sehr viel Wissen und sehr viele progressive Praktiken um Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität gibt. Und damit wollte ich eben auch den Konsum und die Küche mehr mit ins Blickfeld rücken in agrarwissenschaftliche Forschung und zeigen, dass Frauen zentrale Akteurinnen sind, die Sorge um Ernährung und Umwelt tragen.
Noch kurz zur methodischen Umsetzung. Wo haben wir das gemacht? Wie haben wir das gemacht? Und mit wem haben wir das gemacht? Wir haben, oder ich in dem Fall für meine Promotion, habe in zwei Orten geforscht. Das ist einmal in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia. Und dann einmal in Kakamega, was eine sehr ländliche Region ist, an der Grenze zu Uganda. Im Regenwaldgebiet, also eine sehr, sehr fruchtbare Region, wo sehr viele Nahrungsmittel Kenias produziert werden. Und wir haben etwa 45 Feldbesuche durchgeführt und haben einen stark qualitativen, partizipativen Ansatz gehabt. Wir haben Cook-Along-Interviews geführt. Das habe ich so genannt. Man kennt das aus der agrarwissenschaftlichen Forschung. Da gibt es so Farm-Along-Interviews. Das heißt, man läuft mit den Erzeugerinnen gemeinsam durchs Feld. Wir haben das eben aufs Kochen übertragen und haben hauptsächlich Frauen, aber auch gemischtgeschlechtliche Haushalte beim Kochen beobachtet, haben das partizipativ begleitet, haben dort eben unsere Fragen gestellt und sind mit den Haushalten ins Gespräch gekommen. Haben auch Fokusgruppendiskussionen geführt, einfach um bestimmte Themenbereiche, die sich in den ersten Feldforschungsbesuchen ergeben haben, nochmal abzuklären und auch so einen Gruppenkonsens zu finden. Und ich habe Mahlzeitenkartografien entwickelt. Das ist auch eine Methode, die ich entwickelt habe, um einfach so ein bisschen die raumzeitlichen Dimensionen von Ernährung erfassen zu können, und habe quasi so kleine Kartografien mit den Leuten gemacht und habe sie gefragt, wo bekommt ihr euer Essen her, lauft ihr dahin, fahrt ihr dahin, also die Rolle von Mobilität und von einfach von Räumlichkeit hat bei mir also aus einer humangeografischen Perspektive auch eine wichtige Rolle gespielt. Und hier nochmal ein paar Bilder von der Feldforschung. Einmal, wie das Blattgemüse gezupft werden muss. Dazu würde ich dann gleich nochmal was sagen. Eine Person in Kakamega, die es gerade schneidet, kurz vorm Kochen. Und dann einmal, das quasi Blattgemüse kurz vorm Kochen mit Chapati. Das ist so das, was man so typischerweise dazu isst. Das ist so ein Fladen, der dazu gegessen wird, oder Ugali, was auch noch recht typisch ist, was ein Maismehlkloß ist. Und ja, es hat sehr gut geschmeckt. Das war ein sehr schöner Teil der Feldforschung. Am Ende natürlich auch immer gemeinsam zu essen und zu schauen, welche soziokulturelle Bedeutung hat eigentlich auch dieses gemeinsam zu einer Mahlzeit zusammenzukommen. Genau, jetzt aber nochmal eher ein bisschen theoretischer, konzeptioneller gedacht. Möchte ich natürlich auch den Ansatz der feministischen politischen Ökologie vorstellen, den ich ja heute als das so Rahmenkonzept vorgestellt habe, und möchte dabei als erstes auf die feministische Ökonomiekritik eingehen, worauf die feministische politische Ökologie, man darf mit den Begriffen nicht durcheinander kommen, aufbaut. Und also in der feministischen Nachhaltigkeits- und Umweltdebatte ist natürlich das Thema Naturbeherrschung, Ökonomisierung der Natur, Verwertung der Natur ist ein schon sehr stark diskutiertes, ausführlich diskutiertes Feld. Und ein Grund, der halt in der feministischen Forschung dargeboten wird oder immer wieder mit dem auch argumentiert wird, warum wir uns im Moment in einer ökologischen Krise befinden, aber auch in einer sozialen Krise, die wir ja gerade in Zeiten von Corona sehr schön beobachten können, im Care-Sektor, im Gesundheitssektor, wo einfach die Menschen deutlich unterbezahlt sind und auch wieder jetzt Kinderbetreuung und so weiter an Haushalte ausgelagert wird, ist eben auf den Natur-Kultur-Dualismus zurückzuführen, also auf eine Scheidelinie zwischen dem, was als Natur und zwischen dem, was als Kultur verstanden wird. Und ich habe dafür, um das ein bisschen klarer zu machen, mal ein Zitat mitgebracht von Christine Bauhardt, der Fachgebietsleiterin, an dem ich arbeite, die dazu sehr viel publiziert hat, und sie sagt eben, ich lese einfach mal vor: Die Natur als das andere von Kultur und Rationalität, Natur als Gegensatz zu Stadt und Moderne, Natur als Legitimationsfolie für die Geschlechterdifferenz und Ordnung. Diese Hierarchisierungen drücken Bewertungen aus. Gesellschaftlicher Fortschritt beruht auf der Emanzipation von der Natur und von natürlichen Gegebenheiten. Also nochmal, um das klar zu machen,
Es wird sozusagen davon ausgegangen oder es wird kritisiert, dass die Natur eigentlich immer eine Unterdrückung erfährt und als das eine Minderbewertung erfährt und als das Unsichtbare, was einfach immer funktioniert. Natürliche Ressourcen sind immer da und können quasi genutzt werden. Und der Link zum Thema Geschlechterforschung ist eben auch, dass man da eine Gleichursprünglichkeit zur sozialen Krise sehen kann, weil eben auch die weibliche Sorgearbeit zum Beispiel im Haushalt oft minder bewertet wird und eben ja einfach als etwas gesehen wird, was einfach immer funktioniert und immer gemacht wird. Und das ist sozusagen die Verquickung zwischen der sozialen und der ökologischen Krise. Die feministische politische Ökologie wiederum als ein analytisches Konzept, was eben auf gesellschaftliche Naturverhältnisse ganz stark eingeht, setzt an diesen Kritikpunkten auch an und möchte eben andere Narrative entwickeln und möchte zeigen, wie das Soziale und das Ökologische eigentlich miteinander verwoben ist und als etwas sehr Kraftvolles beides verstanden werden muss und dadurch eben keine Minderbewertung erfahren soll. Das heißt, ich habe die feministische politische Ökologie genutzt, um analytisch als Sprungbrett genutzt, um genau diese Gleichursprünglichkeit darzustellen. Feministische politische Ökologie, wenn man das mal runterbricht, plädiert also auch für eine historische Einbettung von gesellschaftlichen Naturverhältnissen. Es geht in der feministischen politischen Ökologie ganz stark um Alltags- und Widerstandspraktiken und die Ressourcennutzung. In der feministischen politischen Ökologie wird der Blick auf Sorgepraktiken, also auf Praktiken von Care und auf die Mahlzeit gerichtet. Und die Geschlechterfrage ist natürlich essentiell, genauso wie eine intersektionale Perspektive. Sorge bildet hier das Schlüsselkonzept um vergeschlechtlichte Arbeitsverantwortungen und Praktiken und sowie aber auch Kompetenzen und Wissen zu veranschaulichen. Genau, so jetzt wieder zurück zu unserem zu dem Forschungskontext, in dem ich mich bewegt habe, habe ich eben aus dem Konzept der feministischen politischen Ökologie die Frage um Ungleichheiten im Ressourcenzugang aufgegriffen. Und da hat sich eben gezeigt, dass, ich nenne das jetzt hier mal nur ganz skizzenhaft, weil ich nicht die Zeit hatte, alle Ergebnisse vorzustellen und über alle Ressourcen zu sprechen. Habe ich mich zuerst gefragt, wie bekommen die Menschen eigentlich das Blattgemüse? Wie ist der Zugang zu dem Blattgemüse ungleich verteilt oder ist der nicht ungleich verteilt? Und hier habe ich gesehen, dass die Konsumenten eben sehr diverse Versorgungsstrukturen nutzen. Und oben rechts in dem Bild sehen wir zum Beispiel einen Wochenmarkt, wo man das Blattgemüse recht günstig kaufen kann. Und der Zugang zu dem Blattgemüse ist aber auch immer eingebettet in soziale Netzwerke und eben bedingt durch den Wissen, wie mit dem Blattgemüse beim Anbau und aber auch bei der Distribution, wie damit umgegangen wird. Also ich konnte einen sehr starken Fokus darauf beobachten, wie eigentlich das Blattgemüse, jetzt fällt mir gerade nur das englische Wort ein, aber wie es behandelt wird, bis es auf den Markt kommt, das war den KonsumentInnen sehr wichtig. Eine zweite Ressource, die ich kurz ansprechen möchte, die sehr, sehr zentral für den Konsum des Blattgemüses ist, ist eben das Wasser. Ich habe hier ein Bild unten rechts mitgebracht, was mal so die Infrastruktur, die Wasserinfrastruktur in Nairobi zeigt. Also viele Personen haben keinen Wasseranschluss, viele Haushalte und müssen sich das Wasser eben tagtäglich kaufen. Was natürlich sehr problematisch ist und es wird eben sehr viel Wasser benötigt, weil das Blattgemüse, das indigene Blattgemüse, bis zu 3-mal gewaschen werden muss. Das heißt, wer keinen Zugang zu Wasser hat, kann dieses Blattgemüse eigentlich auch nicht wirklich sicher konsumieren. Das heißt, wir können Biodiversität und in dem Falle das afrikanische indigene Blattgemüse fördern, wie wir wollen, wenn die Menschen keinen Zugang zu Wasser haben. Ja, und besonders wichtig war mir eben auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive auf immaterielle Ressourcen einzugehen, die oft in agrarökonomischen Forschungen vergessen werden, weil sie eben schwierig zu erfassen sind. Und aber sie sind eben auch relevant dafür, ob Menschen das
Blattgemüse konsumieren oder nicht, oder um auch passgenaue Strukturen zu entwickeln, wie wir Menschen vielleicht dazu bewegen können, dieses Blattgemüse wieder zu konsumieren. Und was wir da auch aus einer Geschlechterperspektive immer sehr kritisch untersuchen, ist natürlich, wie viel Zeit braucht man eigentlich dafür? Wie viel Zeit braucht man, um das Blattgemüse zu einer Mahlzeit zuzubereiten? Und das wurde relativ schnell klar, dass das sehr lange dauert. Eine Frau hat zum Beispiel im Interview zu mir gesagt, there is no shortcut, und hat damit eben auf die aufwendige Zubereitung hingewiesen. Sie sehen das vielleicht in dem Bild oben. Bei dem Blattgemüse muss jedes einzelne Blatt vom Stiel abgezupft werden. Das heißt, man braucht schon mal ungefähr eine halbe Stunde, um das überhaupt kochfertig zu machen. Das hindert aber trotzdem viele Menschen nicht daran, dieses Blattgemüse zu konsumieren, weil es einfach zu ihrer täglichen Mahlzeitenkultur dazugehört und sie den Geschmack sonst missen würden. Geschmack ist schon mal noch ein guter Stichpunkt, um das als weitere immaterielle Ressource zu verstehen. Man muss wissen, dass Blattgemüse ist relativ bitter vom Geschmack. Es wird immer bitterer, wenn es, je länger man es wachsen lässt. Und das ist auch was, was zum Beispiel in vielen Strategien für dieses Blattgemüse oft vergessen wurde, dass auch einfach viele Menschen das nicht konsumieren, weil es eben bitter schmeckt. Und dann nehmen sie eben lieber Spinat oder Kohl, was etwas weicher im Geschmack ist. Aber da haben wir eben herausgefunden, diese Bitterkeit, ist ja eigentlich auch ganz logisch, kann natürlich auch durch bestimmte Zubereitungsschritte reduziert werden. Und wer hat dieses Wissen über die Zubereitung? Das waren eben die Frauen, die sehr viele Strategien anwenden, um eine schmackhafte Mahlzeit zuzubereiten. Und das ist auch schon wieder eng verknüpft mit dem Wissen um indigenes Blattgemüse. Dieses wird von Frauen mündlich überliefert. Es ist nicht nirgends niedergeschrieben bisher und es ist eben sehr stark vergeschlechtlicht. Also wir haben mit sehr vielen Frauen gesprochen, die eben eine sehr starke Expertise dazu haben, wie man das Blattgemüse zubereiten kann. Genau. So, ich trinke mal kurz einen Schluck. Jetzt möchte ich dann so zum dritten Teil meines Vortrages kommen. Nachdem ich Ihnen jetzt die Ergebnisse vorgestellt habe, möchte ich jetzt nochmal so fast abschließend auf die anfänglich genannten Perspektiven und Narrative eingehen und eben zeigen, welche Ergebnisse wir eigentlich herausbekommen haben und wie die vielleicht auch zu einem anderen Diskurs um Biodiversität beitragen können. Also vielleicht erinnern Sie sich noch an den ersten Diskurs, wo es um Geschlecht und Biodiversität ging und ich eben gefragt habe oder kritisch hinterfragt habe, können Frauen als Hüterinnen von Biodiversität verstanden werden? Und da würden wir mit den Ergebnissen, würde ich natürlich sagen, ja, Wissen, das Wissen der Frauen trägt zentral zur Erhaltung von Biodiversität bei, wenn sie das, das Blattgemüse nicht tagtäglich kochen würden. Und diese Wissenssysteme um die Zubereitung und um die Produktion nicht an ihre Kinder weitergeben würden, würde das Wissen verloren gehen. Aber zugleich muss man eben auch sagen, dass dieses Hüterinnen von Biodiversität eben sehr kurz gefasst ist, weil man eben, weil wir eben einen sehr ungleichen Zugang und eine ungleiche Verteilung von Ressourcen vorgefunden haben, zum Beispiel zur Ressource Wasser oder zur Ressource eben, wo bekomme ich das Blattgemüse überhaupt her? Und das heißt, die spezifischen Interessen von Frauen müssen eigentlich mehr ins Blickfeld rücken als nur dieser Slogan Hüterin von Biodiversität. Und Veränderungen in der Wertschöpfungskette auf die Geschlechterordnung, auf die symbolische Geschlechterordnung, was ist weiblich und was ist männlich konnotiert. Und natürlich auch die täglichen Sorgepraktiken müssen mehr ins Blickfeld rücken. Das ist uns eben besonders klar geworden durch diese lange Zubereitungszeit. Wir wollen Biodiversität fördern, aber wenn die Zubereitung einer spezifischen Sorte 3 Stunden dauert, dann ist das natürlich etwas, was mehr Arbeit auf die Schultern der Frauen auch verteilt. Und das muss auch kritisch betrachtet werden. Genau, zum zweiten Narrativfeld, was ich vorgestellt hatte, war ja die Kommerzialisierung von Biodiversität.
Auch hier haben wir klar festgestellt, dass sich das afrikanische Blattgemüse in diesem Kontext bewegt. Also uns wurde immer wieder gesagt, dass sich das Blattgemüse von einem Food Crop zu einem Cash Crop entwickelt hat. Food Crop ist eben eine Sorte, die eigentlich zur Haushaltssubsistenz oder zum Haushaltskonsum beiträgt. Entweder ist diese Sorte kostenlos oder zumindest günstig verfügbar. Mittlerweile ist es aber zu einem Cash Crop geworden, was eben sehr stark in Handelsbeziehungen einbezogen ist. Und hier ist eben auch die Frage, wie sich das dann eigentlich auf die tagtäglichen Mahlzeitenkulturen und auf die Möglichkeit, sich so zu ernähren, wie man das möchte und wie man es auch kannte in den letzten Jahren, ob das noch möglich ist. Also die Preissteigerung, die wir eben beobachten konnten auf dem Markt des Blattgemüses, wurde sehr kritisch evaluiert und eine Person hat zum Beispiel gesagt, it's a rich people's food now. Sie kann es sich nicht mehr tagtäglich leisten, weil es einfach viel zu teuer geworden ist. Und das ist natürlich etwas, was kritisch betrachtet werden muss. Auch unser Gesamtprojekt hat eigentlich die Förderung des Verkaufs des Blattgemüses in Supermärkten gefördert. Und da haben wir aber gesehen, das möchten ganz viele Konsumentinnen eigentlich nicht, weil das Blattgemüse im Supermarkt immer teurer wird und auch die Qualität in den Supermärkten schlechter ist, als wenn man es auf dem Open-Air-Markt kauft. Das heißt, es gab sehr viel Kritik an der Marktöffnung und der Marktfokussierung. Und das ist eben etwas, was bei Biodiversitätsstrategien beachtet werden muss, genauso wie der Fokus von vielen Projekten, die Biodiversität fördern, auf wenige Sorten. Was passiert mit den anderen Sorten? Also ich habe ja gesagt, zu Beginn in Kenia gibt es 200 Sorten dieses afrikanischen Blattgemüses. Oft wird aber nur auf wenige fokussiert. Ist das nicht eine Form von erneuter Vereinheitlichung oder brauchen wir gar nicht so viel Biodiversität? Ist vielleicht auch etwas, was wir später nochmal diskutieren können. Genau, und zum letzten Narrativ, welches ich vorgestellt habe zu Beginn, dass Biodiversitätserhaltung und Konservation eben oft als etwas sehr Traditionelles dargestellt wird. Hier zeige ich auch gerne dieses Bild von einer Frau, Priscilla, die wir während der Feldforschung oft getroffen haben, eine Frau, die in Nairobi lebt, im Umland von Nairobi, aber auch das Blattgemüse anbaut zum Beispiel und oft treffe ich auf irritierte Gesichter, wenn ich dieses Bild zeige, weil viele Personen gar nicht vermuten, dass eine kenianische Küche so technisch ausgestattet ist. Also da sehen wir auch immer die Bilder von Menschen im Kopf, wie ein bestimmter lokaler Kontext aussehen muss. Oft sieht er ganz anders aus. Und hier sehen wir eben Priscilla, wie sie einen Smoothie aus dem Blattgemüse zubereitet. Sie ist auch eine Frau, die sehr viel im Internet recherchiert zu Rezepten. Und das heißt, Biodiversitätserhaltung ist eine sehr innovative Praktik, die auch im urbanen Raum stattfindet und nicht nur im ländlichen Raum. Das möchte ich damit nochmal aufzeigen. Genau, hier noch kurzer Hinweis, worauf ich auch ein bisschen stolz bin, weil es gerade erst alles in der Fertigstellung ist. Das ist meine Promotionsarbeit, die im nächsten Monat, im Juli, im Ökom Verlag veröffentlicht wird. Also da, wer Interesse hat, kann da eben nochmal viel, viel mehr zu den Ergebnissen, die ich heute nur sehr kurz darstellen konnte, lesen. Und vielleicht hat ja der eine oder die andere Lust, nochmal ein bisschen durchzublättern. Es soll im nächsten Monat über den Ökom Verlag erscheinen. Genau, und zu meinem Fazit, das Konzept der Mahlzeitensouveränität, das habe ich eben entwickelt im Rahmen dieser Forschung, bin da eben ausgehend von dem Konzept der Ernährungssouveränität, worauf ich jetzt nicht nochmal genauer eingehen möchte, habe ich eben argumentiert oder argumentiere ich, dass man eigentlich einen Fokus auf die Mahlzeit viel mehr braucht. Also man muss die Wertschöpfungskette als eine gekoppelte verstehen und nicht den Konsum immer wegdenken, wenn wir bestimmte Produktions- und Konsumverhältnisse auch befördern wollen, wie zum Beispiel eben sich biodiverser zu ernähren. Und das heißt, ich möchte mit dem Konzept der Mahlzeitensouveränität die Verschränkung zum Thema der Ökologie klar machen und eben zeigen, dass die Mahlzeit auch etwas sein kann, womit man zur Biodiversitätserhaltung beitragen kann. Und eben auch das Verständnis stärken, dass die Nahrungsmittelzubereitung, das tagtägliche
Kochen, alle Praktiken rundherum auch eine zutiefst auf die Umwelt bezogene Praktik ist, die mit gesellschaftlichen Naturverhältnissen verwoben ist. Und dass das agrarische Wissen rund um Ökologie, natürliche Kreisläufe und auch einen sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen direkt auf Mahlzeitenpraktiken einwirkt. Genau. Und jetzt noch kurz zu den Handlungsempfehlungen, die ich abgeleitet habe. Das wurde ja vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen. Also das Erste, was, denke ich, verstanden werden muss, auch aus den Ergebnissen heraus und den kritischen Blick auf Preissteigerungen im Feld der Biodiversität, ist eben ganz klar, dass Lebensmittel Mittel zum Leben sind. Und das gilt eben auch für die Biodiversität. Für viele Menschen in Kenia ist das afrikanische indigene Blattgemüse ein Mittel zum Leben und es ist kein Wirtschaftsgut. Und in diesem Spannungsfeld befindet man sich eben, wenn man Biodiversität fördern möchte. Wie kann man das umgehen? Ich denke, man muss viel stärker Produktion und Konsum miteinander verquicken, um Ernährungs- und Umweltpolitiken zielgerichteter und kontextualer zu gestalten. Man muss vorhandenes Wissen sichtbar machen und eben auf direkte Wege der Biodiversitätserhaltung auch eingehen. Damit zum Beispiel haben wir hier, das sieht man auf der rechten Seite, so kleine Rezeptekarten entwickelt, weil wir eben gemerkt haben, dass viele jüngere Leute auch gar kein Wissen mehr zu dem Blattgemüse haben. Wie sieht es eigentlich aus? Wie kann ich das einfach zubereiten? Und das heißt, in Zusammenarbeit mit der Ernährungswissenschaftlerin haben wir schnell zubereitende Rezepte entwickelt, die auch sehr gut schmecken, um eben dieses vorhandene Wissen auch weiterzutragen. Und natürlich denke ich auch, dass es nicht nur ein Problem, was im globalen Süden besteht, in Kenia, wo ich meine Forschungen durchgeführt habe, sondern um eine sozial-ökologische Transformation auch zu initiieren, muss eine praktische Wissensvermittlung zu biologischer Vielfalt stattfinden und eben ganz konkret an alltäglichen Praktiken ansetzen, wie eben zum Beispiel der Praktik des Kochens. Also ich glaube, wir kennen teilweise sehr viel Biodiversität, die hier vorherrscht, auch nicht. Wir wissen gar nicht, wie das Obst und Gemüse schmeckt. Also ich möchte dafür plädieren, die Mahlzeit als etwas sehr Schönes, um auch Biodiversität erhalten und schützen zu können, viel mehr mit in den Kontext zu rücken. Wovon ich aber absehen möchte, ist natürlich auch, dass es zu so einer Responsibilisierung von Konsumenten und Konsumentinnen kommt. Denn ganz klar, es muss auch seitens der Wirtschaft und der Politik eben eine andere Nutzung von Biodiversität und Biodiversitätsaneignung geben, um wie man immer so schön sagt, zu einer sozial-ökologischen Transformation zu kommen.